Hallo! Eure Jutta ist schon wieder mal in Küche. Lange nichts gesehen. Und heute würde ich gerne eine ganz beliebte kleines Essen vorstellen. Was ist das? Ramen-Ei. Die Vorstellung von Ramen-Ei ist, bitte gucken wir diesem Thumbnail, was ich vorher als Ramen gemacht habe. Alle möchten das essen. Ah, das ist meins oder so. Was ich sagen möchte auf gut Deutsch, also so lecker. Auf Japanisch, Nitamago. Tamago ist Ei und Niru ist ein Verb und kochen mit viele Gewürze. Los geht's! In letzter Zeit habe ich neue Transition gelernt. Cool, oder? Viermal Eier. Manchmal verwende ich das eine kleine Lunchbox für meine Frau. Gekocht Wasser ist schon fertig. Tada! Einfach kaputt. Und wie viele Minuten? 6. Okay. 6 Minuten. Los! 6 Minuten ist schon vorbei und jetzt habe ich Eier abgeschreckt. Ich habe Hunger! Okay, jetzt mache ich eine Soße. 4 Esslöffel Sojasauce. 3-mal Wasser. 2-mal große Löffel Mirin Reiswein. Und 1 großer Löffel Zucker. Jetzt koche ich diese Soße und ein bisschen Karamellisieren machen. Oh, Karamellisieren. Das reicht schon. Wenn die Soße abgekühlt ist, dann bitte bereite mal das vor. Alle Eier in diesem Beutel reintun. Und morgen checke ich das ab. Bis morgen. Natürlich, nur diese Eier sind so schmeckhaft. Das ist ja eine Wahrheit. Oder mit Ramen kann man das auch ganz lecker essen. Aber bei meiner Fall, ja, du kannst schon gut ahnen, ne? Mit Reis! Ich bin ein Reisfresser! Okay. Itadakimasu! Das ist so ultra lecker. Wiedersehen.